Ein ehrloser Hinterhalt. Silbern glitzert der Tod. Ruhm und Ehre. So, ich glaube, das ist die letzte feindliche Bastion. Das heißt, wenn die beiden Türme weg sind, sollte da oben hoffentlich nichts mehr sein. Nor ist mit uns. Unseren Armeen geht's gut. Für die Ehre. Vorwärts, Krieger! Also der Platz für noch einen schwarzen Turm ist hier auf jeden Fall nicht. Also können wir gleich auf mein Zeichen einmarschieren. Schlechter, schlechter. Ich gucke nach Nachtmaren, weil die sind dann auch ein bisschen... Tod den Feinden! Zeit zu sterben! Kann sie die Dinger one-hitten? Sie one-hitten. Mit euch. Sie one-hittet die Dinger einfach, okay. Kämpft! Nicht zurückweichen! Hier! Mir nach! Und los! Oh, ich bin jetzt ganz schön angeschlagen, fällt mir was auf. Da ist ein Nachtmahr. Zu den Laufen! Wo sind die Gegner? Kämpft! Tod und Verzweiflung treiben euch. Auf meinem Befehl, folgt mir! Sofort! Knochenterror, Nachtmahr, Nachtmahr, Darius. Nachtmahre, überall Nachtmahre. Auf meinem Befehl. Folgt mir. Schnell. Für die Macht Nors. Krieger lassen wir sie nicht warten. Ja, vorwärts. Zum Angriff. Verteidigt euch! Euer Blut wird im Boden tränken. Zurück mit euch! Tod den Feinden! Euer Blut wird im Boden tränken. So, die verteidigt euch! Die Nachtmahre, die dauern ist halt wieder eine Weile. Nicht zurückweichen! Ihr werdet alle sterben. Der Blut wird im Boden tränken. Nicht zurückweichen. Ja, ihr habt mich beschworen. Nicht zurückweichen. So, und der Rest? Mach die beiden Nachtmahre mal weg. Wir sind der Tod. Die Schlacht ist nahe.
mehr dessen retten wir Darius. Darius ist hier an einer Art magischen Altar geschlagen. Aus seinen aufgeschlitzten Armen ritt langsam glitzerndes Blut in Gefäße auf dem Altar. Er scheint fast leblos zu sein, nur seine Lippen bewegen sich in einem stummen Murmeln. Ja. Darius befreien. Ihr löst vorsichtig die Befestigung, die Darius auf der Altarplatte halten. Der alte Mann sackt in eure Arme. Blutselig richtet er sich schließlich auf und blickt euch in die Augen. Nicht zurückweichen! Ihr werdet alle sterben! Ja. Sucht und befreit Darius. Das hat sich immer noch nicht geändert. Schatten des Phönix. Ja, bekämpft Belial und Hokan wieder seine menschliche Form zurückzutreiben. Dann macht ihr mit Hilfe des Phönix ein Ende. Ihr müsst zuerst Hokan aus Belial in seine menschliche Gestalt zurücktreiben. Sonst wird der Phönix seinen einzigen Peiniger nicht erkennen. Besiegt Belial und setzt dann dem Phönix ein, sobald Belial sich wieder in Hokan zurückverwandelt hat. Ja. Ich danke euch. Ruht euch aus. Ihr habt viel Blut verloren. Ja. Genug, um die ganze Welt damit zu ertränken. Ist es wahr? Ihr seid Erion, der Gerechte? So nennen mich eure Schriften. Darius ist mein Name in der Sprache der Former. Dann habt ihr uns in der Schlacht um Fiyara geholfen. Ihr habt das Buch geschrieben, das Rohan verändert hat. Ja, ich habe Rohan das Buch der Konvokation gegeben. Ich habe ihm von Gerechtigkeit und Güte eingeflüstert und ihn befähigt, all die Portale für euch zu schaffen. Ich hätte geglaubt, ich könnte unbemerkt die Regeln der Götter beugen. Aber meine Brüder und Schwestern waren unerbittlich und stießen mich aus dem Kreis der Wächter aus. Einige Zeit lang floh ich vor ihrem Zorn über die Welt, bis ich das Erwachen des Zirkels spürte und beschloss, dort zu handeln, wo meine Geschwister erneut nur untätig zusehen würden. Aber ich war ein Dummkopf. Letzten Endes habe ich immer nur Unheil hervorgebracht. Euer Tun hat uns allen eine Welt zum Leben gegeben. Eine Welt, für die es sich zu kämpfen und zu sterben lohnt, Erion. Ihr seid der größte Gott von allen. Denn ihr habt euch selbst aufgegeben, damit die Völker eine Zukunft haben. Etwas, das wir gemeinsam haben, mein runengebundener Freund. Mein Weg endet hier. Aber ihr müsst euer Schicksal erfüllen. Könnt ihr heimkehren? Ja, Hokans Bann wird schwächer. Ihr habt ihn fast besiegt. Aber er darf sich nicht mit Belial verbinden. Wo ist Hokan jetzt? Er ist in Zarachs großem Saal. Dort bereitet er zusammen mit dem Zirkel seine Vereinigung mit Belial vor. Die Maske hat ihre volle Kraft erlangt. Er hat bereits begonnen, sich in Belial zu verwandeln. Haltet ihn auf. Ihr habt die Mittel dazu. Ihr müsst zuerst Hokan in seine alte Form zurückzwingen, bevor ihr den Phönix freisetzt. Sonst wird er ihn nicht erkennen. Das heißt, wir müssen gegen Belial kämpfen? Mit unseren gewöhnlichen Waffen? Noch ist Belial nicht ganz mit Hokan verschmolzen. Noch ist er verwundbar. Ihr könnt zwar Hokan nicht schlagen, aber ihr könnt Belial damit aus ihm hinaustreiben. Einen Halbgott besiegen? Nie ist Menschen eine schwerere Aufgabe gestellt worden als diese. Aber nur so wird Hokan wieder in seine menschliche Form zurückkehren. Dann erst könnt ihr den Phönix freisetzen. Nur er kann Hokan und den Zirkel mit seinem Eilfeuer vernichten. Dies ist der einzige Weg. Es soll euer letzter Kampf für Eo sein, Freunde. Alle Götter und Geister blicken nun auf euch. Gut. Das heißt, wir geben jetzt mal all unsere Monumente auf. Ja, ich möchte das Portal betreten. Was ist? So.
verbinde mich hier. Ruf meine Truppe zusammen. Das ist ein eiserner Herr des Eises. Port mich mal zum Monumentinsel. Ich habe den Seelenstein vergessen, aber der ist egal. Von hier aus sollte ich runterglotzen können. Sollte nämlich irgendwas dann auch passieren auf der Insel. Während sich meine Helden bereit machen. Zu Befehl! Stehe bereit. Für den letzten Kampf. Der Schütze hat keine Skills, okay? Hier tut sich immer noch nichts irgendwie oder hat sich schon was getan wahrscheinlich. Haben es nur nicht wirklich mitgekriegt. So, meine Stadt liegt jetzt in stiller Wacht dahin. Oh, du hast sogar auch einen... Oh, einen Erdpanzer. Zu euren Diensten. Stehe bereit! Es ist Erdpanzer auf dich gewirkt, ja? Gut, dass ich das eine... Dass ich den einen Seelenfels da unten vergessen habe, ist jetzt doof. Auf meinem Befehl! Aber nicht schnell. So schlimm. Bringen wir es zu Ende! Jetzt machen wir erstmal den hier weg. Zeit zu sterben! Haltet Folgt durch, mir. Männer! Haltet durch, Schnell. Männer! Vorwärts! Und hauen mal aus dem Eis ab. Aber wir müssen da oben lang. Schnell! Mir nach! Dann speichern wir an dieser Stelle nochmal. Ah, hier tut sich wirklich nichts. Also entweder ist Flink schon aufgetaucht und gestorben und wir haben es nicht gesehen. Folgt mir! So, speichern an der Stelle. Schnell! Sofort! Und los! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Vorsicht! Schließt die Reihen! Kämpft! Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Okay, auf die Nachbar ist dunkler Verstärkt Flug und die Feuerschlag Deckung. Gewirkt. So, hier geht's nur runter ins Wasserbecken. Da wollen wir allerdings nicht hin. Wir wollen hier oben weiter. Nachtmare und noch mehr Viehzeug. Sofort! Schnell! Mir nach! Schnell! Schnell! Und los! Mir nach! In die Schlacht! Zurück Haltet mit durch, euch! Männer! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück!
Schlag sie zurück! Schließ die Reihen! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Kämpft! Schlag sie zurück! Noch mehr Frostwellen. Ja, vorwärts. So, noch ein Nachtmahl weniger. Folgt mir!